Warte mal, na, das weiß ich jetzt auch nicht. Wie hieß es nochmal bei 2012 beim Film? Da haben die doch ganz am Ende gesagt, irgendwie, dass das Wasser wieder zurückgeht oder sowas, also, als ob die schon auf den schwulen Schiffen da waren. Am Kap der guten Kap Hoffnung. der guten Hoffnung. Also, da haben sie doch irgendwie gesagt, das Dach ist das neue Dach der Welt oder so. Und die sieben Drachenberge. Eieiei. Cool. Welche Drachen leben denn da so? Bergdrachen und Wasserdrachen? Skelettdrachen. Oh, cool. Ja. Die sieht man aber nur alle 2000 Jahre. Schade. Alter Junge, diese Challenge ist sowas von scheiße. Oh ja. So. Ich hätte Bock auf Billard heute irgendwie. Billard. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ja, du bist ja, du kannst ja nicht. Ja, naja, also ich weiß dann, ich weiß nicht, wann ich halt, ab wann ich keine Zeit hätte. Auf jeden, also Alexandra ist gerade noch im Krankenhaus. Ach du Scheiße, was macht die denn Also da? sie ist nicht im Krankenhaus, sie hat nichts. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen kann, wenn ich das hochlade, das Video. Ja, das weiß ich auch nicht. Dann Also lass es lieber ich sein. sag einfach, aus privaten Gründen hat sie wahrscheinlich erst am Abend Zeit. Ach so. Aber sie weiß nicht genau wann, halt am Abend. Und ja. Deshalb hätte ich. Ich weiß es halt noch nicht wann. Es wäre halt schon scheiße, wenn wir uns irgendwie um 7 treffen würden. Und, keine Ahnung, dann einmal schreibt sie mir, okay, kannst jetzt zu mir kommen. Und dann haben wir gerade erst die Kügelchen platziert. Das ist richtig. Naja, du kannst ja gucken, du kannst ja fragen, wann sie Zeit hat und Nee, dann. das geht ja nicht. Also, der macht Also, sie sehr. ist ja, also im Krankenhaus geht gar nicht, oder was? Kann sie gar nicht schreiben, meinst du? Ja, doch, kann sie, aber sie ist halt. Sie würde es dann komplett spontan halt gucken. Ach so. Kann Ja ich gut, dir. da kann ich dann natürlich auch nicht sagen. Ja, das ist ein bisschen scheiße. Könnte ich dir gleich, wenn wir aufhören aufzunehmen, könnte ich dir das ja erzählen. Oh ja. Uiuiui. Auf Billard habe ich auch nicht so Bock. Wir könnten vielleicht. Ja, irgendwas. Also, ich hätte schon Bock, was zu machen, aber dann lass lieber was anderes machen. Wie. Ja, Alter, ich bin nicht offen für alles. Dein Penis ist doch ziemlich klein, oder? Ja, gerade schon, wenn es kalt ist. Dann könntest du doch deinen Penis in meinen Penis reinstecken. Oh Junge, wie so eine Travel Pussy. Nein, keine Ahnung, ja. Also im Moment habe ich Hunger. Ja gut, da musst du einfach mal deiner Mom beauftragen, dass sie dir was macht. Nee. Um die Uhrzeit doch nicht, ich meine, es ist gerade mal eins. Wenn man erst um 12:30 aufsteht oder sowas. Ja, dann musst du frühstücken. Ja, habe ich schon gemacht. Trotzdem Hunger. Aber es ist vielleicht auch mehr so eine Laune. Weil dir langweilig ist, oder was? Ja, so da nah, nicht, weil mir langweilig ist, sondern einfach, weil ich irgendwie, mein Körper sagt, ja, du könntest doch was essen. Du kotzt davon ja nicht. Stimmt auch wieder. Ja, dann solltest du irgendwas fooden. Und da wir da in der ersten Welt leben, kann ich das ja auch ruhig machen. Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Das ist richtig. Und getrost auch die restliche Nahrung, die dir übrig bleibt, wegschmeißen. Sowieso. Ich schmeiße auch Sachen weg, wenn ich sie, zum Beispiel, wenn ich denke, so, ich will den Joghurt vielleicht essen, nehme ich den Joghurt aus dem Kühlschrank und wenn ich dann so denke, ja, dann will ich ihn aufmachen, denke ich so, nee, eigentlich habe ich doch keinen Bock auf Joghurt, schmeiße ich ihn trotzdem weg, weil ich ihn ja schon aus dem Kühlschrank genommen habe. Das ist richtig. Da ist die Kühlkette unterbrochen. Richtig. Von Experten empfehlen ja, Essen dann wegzuschmeißen. Alle Ökotrophologen sagen das. Ja, zum Beispiel die berühmteste ist ja Angela Merkel. Ja. Oh Mann. Kannst du es jetzt mal schaffen? Nee, ich glaube nicht. Ich bin einfach viel zu kacke dafür. Hab's einfach nicht drauf. Einfach nicht drauf. Ich hab's. Ich heb's einmal nicht drauf. Oh Mann, ey. Was ist das für ein Akzent überhaupt? So, östlicher Berliner. Akzent oder Berliner? Weil ich keine Ahnung, Berliner Akzent eben. Berlin kann gut sein, ne? Icke, Ja, Icke. stimmt. Icke liebe Ich dir. glaube, ich habe mal, also mit Alexandra, hat sie mich ein bisschen dazu genötigt, Berlin Tag und Nacht zu watchen, ne? Und. Berlin Day and Night, ey, wer guckt so eine Scheiße? Ja, eigentlich wahrscheinlich 90% aller Mädchen.
die einen Fernseher zu Hause haben oder die Zugang zu einem Fernseher haben. Kannst du dir sicher sein. Meinst du? Oh ja. Das ist einfach, ich weiß auch nicht, wieso Mädchen so eine Scheiße gucken und nicht anspruchsvollen Content bei YouTube genießen. Also, beziehungsweise, also bei YouTube genießen. Ich weiß, dass Berlin Tag und Nacht nicht bei YouTube kommt. Gibt's locker auch bei YouTube. Ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass bei RTL, läuft doch auf RTL 2, dass man auf rtl2.de oder so ein Scheiß sich die Folgen reinziehen kann. Ja, da wollen wir ja gar nicht sprechen. Ja. Das ist ja klar. Aber jedenfalls, was ich ja sagen wollte, ist, dass da auf jeden Fall diese eine so redet. Peggy, glaube ich, heißt sie oder so. Hauptsache, du weißt das, ey. Ja, weil ich ein gutes Gedächtnis habe, du Nazi. Nee, geh nicht vergraben. So eine Scheiße Junge, merkst du sagst dir, du hast gestern gesagt, dass du das neue Album von Tokyo Hotel gut findest, Alter. Und du sagst zu mir, weil ich eine schwule Serie, wo ich sage, dass sie scheiße ist, mich daran erinnere, wie da ein Charakter heißt, Alter. Junge. ja, eine Figur, bitte. Eine Figur. Sie ist nämlich fiktiv. Ja. Ich weiß ja gar nicht, ob die fiktiv ist. Vielleicht ist das ja auch voll der Real Talk, ey. Das ist richtig real shit, ne? Ja, weißt du ja nicht. Ja, doch, weiß Du ich. Hurensohn. Ich bin sicher, dass ganz viele Berliner so sind. Da werden Stereotypen verkörpert. Ja. Das ist Gesellschaftskritik auf dem höchsten Niveau. Aber du hast das noch nie gesehen, oder? Nein! Aber ich sag's dir, Alter, du wirst wirklich nach 10 Sekunden schon dich wahrscheinlich umbringen wollen. Also es ist wirklich ziemlich hardcore. Und wenn das irgendjemand guckt und der so sagt, ja, nee, das finde ich nicht dumm, dümmlich, sondern ich finde es eigentlich so ganz cool und interessant. Ja. Dann weißt du sofort, Er soll sich die Kugel geben, bitte. aus welcher Schicht er kommt, er. Ja, das ist wirklich Unterschichtenfernsehen, ey. Das ist nicht besser als RTL, sie weiß schon hier, mitten im Ist auf Leben oder RTL was. 2. Ja, genau. RTL 2 ist da, glaube ich, Ja, noch aber schlimmer. genau wie hier der Bachelor und sowas oder Shopping Queen, das sind ja mal die ganzen Sachen, die Mädchen da Tag ein, Tag ausgucken, was sie wirklich machen. Also jedenfalls die, die man so kennt. Ist richtig. Und weißt du? Ja, und ich finde, das ist kein Deut besser als Frauentausch mit einem Leben oder sowas. Ist genauso hirnlos, nur eine bisschen andere Zielgruppe. Jetzt ist natürlich die Frage, ob nicht Pete's Meat oder Gronkh oder generell Iblali. Le Floyd, Le Floyd Blind TV. oder unsere anderen guten Freunde. Meinst du ungespielt und Dena? Ungespielte Däner gehören natürlich dazu. BFF, Junge. Ob das nicht genauso eine, also ob das man das nicht genauso als absoluten Assi-Shit abtun kann. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube Sonst würde ich schon. nicht sagen. Denn oftmals werden zum Beispiel das Adventure Map, nennt man das mal heraus, da kommen ja oft gute Themen und das ist ja Ja. dann wie so eine Diskussionsrunde. Das würde ich auch sagen. Allerdings ist ja auch, muss man sagen, dass 95% vom Shit, den die labern, totaler also hirnloser Scheiß ist. Ja, Was natürlich. natürlich nicht schlecht ist, man guckt es sich an, weil es einfach mega lustig ist und irgendwie unterhält. Aber jetzt, so wüsste ich jetzt kein Argument, ich müsste jetzt mal nachdenken. Was merklich, also was Adventure Map wirklich merklich sich unterscheiden lässt von, ja, von Berlin Tag und Nacht beispielsweise. Wo ja vielleicht auch manchmal so ganz wichtige Sachen angesprochen werden. Möglicherweise, wissen wir ja nicht. So hier Kann und da. natürlich sein. Vielleicht einfach die Tatsache, dass es nicht echt ist. Das könnte man Das vielleicht war auch. schon, ja, ist richtig. Also wirklich, also es ist ja eine klar, es ist nicht echt, aber die sagen ja auch, dass es nicht echt ist, aber die Schauspieler sind immer schlecht. Das ist wirklich, glaube ich, der Unterschied zwischen einer guten Serie wie House of Cards oder sowas, weißt du? Auch nicht echt, aber man hat das Gefühl, dass es echt sein könnte. Abgesehen davon, von den ganzen Sachen, die irgendwie komisch erscheinen. Ja. Naja, und Let's Plays sind real. Ja, ist richtig. Also jedenfalls sagt man das so. Wir wissen natürlich alle nicht, wie ich Gronkh oder Peter Hardy oder was weiß ich was oder warte, wie heißt Le Floyd? Wie heißt der Typ? Ich weiß es nicht. Florian? Wie sich Florian denn, wie sie sich denn so offline verhalten, wenn die Kamera aus ist. Ja, Simon wird sich auch wahrscheinlich ziemlich cool verhalten. Wer ist denn Simon?
Ja, Simon, unser guter alter Freund. Ist das ungespielt? Ja. Nein, wir wollen ja hier kein Hate aufkommen lassen. Nee, no flame, no hate, no homo. No flame, no hate, wir mögen sie einfach nicht. Ist ja auch unsere gute Meinung. Sub for sub. Kann man ja auch machen. Lasst mal eine Bewertung da. Wir nehmen übrigens auch schon, glaube ich, ungefähr 23 Minuten auf oder so. Ich habe ihn leider nicht gleich auf Aufnahmen aufnehmen geklickt. Das ist ja nicht schlimm. Lol, ich hab's fast geschafft. Ich hätte es fast geschafft. Ich frage mich echt, wie groß die Datei ist. 6000 Gigabyte. Wenn wir tatsächlich irgendwann mal ein paar Abonnenten haben, die uns vielleicht gar nicht mehr so scheiße finden, dann ist dieses Video ein Meilenstein. Das ist der Beginn einer neuen Ära. Oh ja. Naja, neue Let's Player müssen ja auch kommen, ne? Also Gronk und Pietz mit diesen ganzen Hurensöhne, die können das ja auch nicht. Die können es auch nicht ewig machen, Mann. Was denn? Ganzen Hurensöhne. Ja. Und? Nee, können sie nicht. Ja, ich kann doch ganz offen sagen, dass ich gucke Pietz mit gerne, aber ich beleidige sie auch doch auch gerne als Hurensöhne. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich das Wort Hurensohn sehr gerne verwende. Aber du guckst Gronkh nicht und nennst ihn auch deine Hurensohn. Es schmeichelt meiner Zunge. Ich gucke Gronkh nicht, weil ich generell nicht mehrere YouTuber gucke, weil ich das für unnötig halte. Denn PietSmiet zum Beispiel, die spielen eigentlich fast jedes Spiel, was sehenswert ist, meiner Meinung nach. So diese ganzen Mainstream-Scheiße und halt noch so Indie-Titel. Indie-Titel hier und da oder ihre Projekte wie ADV, die man halt, das Adventure, die man sich halt so geben kann. Und ich wüsste jetzt nicht zum Beispiel, ich weiß nicht, was Gronkh jetzt gerade Let's Playt, aber nehmen wir mal an, der würde Alien Isolation Let's Playen, dann würde ich das mir ja eh nicht angucken, weil ich ja schon von Chris das gerne gucke und auch sehr genieße. Das ist richtig. Deswegen, und das macht auch, finde ich, deswegen auch gar keinen Sinn. Deswegen habe ich auch wirklich nur PietSmiet abonniert, also als Let's Player. Ne, ich habe Gronkh deswegen abonniert, weil er in meinen Augen ist er ein Bereich, was Survival-Games angeht, macht er das um einiges besser. Weil der schon viel routinierter ist durch Minecraft 1254 Folgen und sowas. Da finde ich ihn um einiges besser, weil. Also bei Survival Minecraft meinst du jetzt oder was? Nee, allgemein so Survival-Spiele. Jetzt ist ja zum Beispiel letztens, wie heißt das Spiel? The Long Dark erschienen. Das ist ja. Das verschärft sich ja wirklich darauf, dass du gegen die Natur kämpfen musst. Und das ist auch im Survival-Game. Das macht er auch ziemlich geil. Das gucke ich auch sehr gerne. Weil er einfach einen Plan davon hat. Und das ist nicht so random. Ja. Weil zum Beispiel, wenn jetzt PietSmiet das hier beispielsweise The Forest, das haben die auch Let's Played, die haben sich ja da immer abgewechselt. Er hat 3 Folgen Hardy, 3 Folgen Jay, 3 Folgen Chris. Und die was gemacht. Und die sind ja nicht wirklich dann ins Spiel gekommen. Hat man ja, mit denen Spiel, angefangen. Das Spiel fand ich allerdings auch. Also da war es schon ziemlich schnell die Luft raus, einfach, finde ich. Ja, das liegt daran, dass es eben noch in der Alpha 012 ist. Ja, das könnte natürlich sein, aber deshalb finde ich auch es voll. Also ich finde es echt gut, dass sie da aufgehört haben mit, weil. Also Hardy hat ja eigentlich fast, man hätte jetzt natürlich noch so ein schwules Haus bauen können und sowas, aber. Ja, natürlich. Was will man da jetzt 1000 Sachen machen? Ja, zum Beispiel auch Life is Feudal. Ja, das fand ich am Anfang dann irgendwie doch ganz cool. Es hat mich so ein bisschen an daran, also The Forest erinnert auch so. Ist auch wieder so ein ähnliches Spiel, weißt du? So von, klar, ohne Zombies oder so, die ganzen oder Kannibalen oder so, aber ich meine jetzt, wo man sich halt so eine Scheiße bauen muss und bla. Ja. Aber es hat so viele Bugs und es sieht so ultra scheiße aus, das Spiel. Also ja, das wird doch auch noch in der Alpha sein, oder? Ja, ist auch in der Alpha. Die haben ja, ja auch, okay. Deshalb hat ja auch, glaube ich, die letzte Folge von denen, die hab ich nochmal geguckt. Die heißt, glaube ich, auch, ja, wir sehen uns in 2 Jahren oder sowas. Und ich glaube, ich habe es mir nicht ganz angeguckt, aber ich vermute jetzt mal, dass sie damit sagen wollen, ja, in 2 Jahren, wenn dann das mal richtig raus ist oder so, so richtig fertig ist, dann kann man sich das nochmal angeben oder so, aber. Also, ja, jetzt ist das noch nicht so der Hit. Ja, nochmal. Nein! Nein! Kannst du es jetzt mal schaffen? Junge, Alter, nein! Ich weiß es auch nicht. Okay, warte. Ich probiere es jetzt noch 3 Mal und dann. Nein, ich will das. Ich hab ja eigentlich die Motivation, das jetzt. Du willst es auch schaffen, weil das echt nicht schwierig ist.
Das ist auch nicht schwierig. Das sind einfach genau die Sprünge, die ich wirklich nicht kann. Diese Leitersprünge, wo man sich drehen muss und wo man halt noch am besten was über dem Kopf hat. Eine andere Leiter noch am besten. Das ist genau das, was ich einfach nicht hinkriege. Da muss ich Ich doch auch bin. noch so viele Sprünge hintereinander machen. Ich weiß nicht, wie ich dir da noch helfen kann. Ich meine, ich habe dir das gesagt, wie ich es immer Da mache. brauchst du mir auch nicht helfen. Ich drücke eben W und Leertaste gleichzeitig und im gleichen Zug ziehe ich rum und dann funktioniert es eigentlich. Wie gesagt, in dem 45-Grad-Winkel oder 48-Grad-Winkel, was auch immer. So. Also ich Dann denke mal, eben. ich werde dann diese. Das sind, wird ungefähr so eine halbe Stunde sein, die wir dann aufgenommen haben. Ich werde die wahrscheinlich. Ich hoffe, dass ich das gut hinkriege, dass es Musst ein aus. bisschen länger, ein bisschen warten. Wie muss ich warten? Alter, du springst ganz kleines Stück nach vorne, ja. Du machst nämlich sofort, wenn du ja, wenn du W und Leertaste gedrückt hast, drehst du rum. Dann musst du eben ganz kurz warten. Dann springe ich mal zu weit weg. Naja, das Gute ja ist, dass wir hier keine Facecam oder so eine Scheiße haben. Das heißt, es fällt nicht so auf, wenn das Audio. Also, es muss überhaupt nicht synchron sein, eigentlich. Ist ziemlich scheißegal. Ja, werde ich das wahrscheinlich einfach so fertig als Video rendern und dann halbieren. Naja, also wenn es schon so ein bisschen Ja, synchron wäre, wäre schon ganz nett. ich muss das da sowieso ein bisschen synchron. Also, ich muss da sowieso den Ton abschneiden, weil ich ja erst bei die Skype-Aufnahme also auf Aufnahmen geklickt habe und dann erst den Bildschirm aufgenommen habe. Das heißt, die ist ein bisschen länger und die muss dann sowieso abgekattet werden. Ja. Ja, da gibt es ja tausend Sachen, wie man synchronisieren Es sei kann. denn, ich mache gleich, wenn wir beenden, beende ich erst also die Skype-Aufnahme und dann die Videoaufnahme. Dann müsste der ungefähr die Ja, du Differenz kannst ja auch im. einfach Escape drücken und dann Escape, Escape, nicht Escape, 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 nicht Escape, was auch immer. Und dann Was? siehst du. Weißt du nicht, was ich meine? Nein. Na, um zu sehen, um das abzupassen. Wenn du dann die Audiospur hast und du siehst, aha, da habe ich das und das gemacht. Ja, Ach dann so, siehst du ja. ja, dann weiß ich, was du meinst. Ja. Sagst es einfach hier, ich drücke Escape, dann kommt auf dem Bildschirm Escape, nicht Escape, Escape, nicht Escape, Escape, dann weißt du ja, das ist das Synchronisations Ich hab's Command, gemacht, ey. Hab's was auch gemacht. immer. Ja, nice on, ey. Schauen wir in der Truhe. Ja gut, dann können wir jetzt eigentlich die Aufnahme beenden. Das ist eigentlich ganz gutes Timing.